Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Und wir gehen hier weiter auf Spurensuche. Sie bleiben besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Entschuldigung. Wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Mhm. Okay. Ja. Machen wir das doch. Ach, herrje. Wo landen wir denn jetzt? Was für ein Palast! Der muss im Geld schwimmen! Was glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Deko. Oh je. Was geht denn hier ab? Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Ja, wo finde ich den denn? Ja, warte mal. Ach scheiße, hier war doch eben. Hi! Klasse Party, hä? Na, hi trifft wohl zu. Hi! Neu hier? Noch nie vorher gesehen. Du Scheiße. Ha? Dann lernen wir uns kennen, Kumpel. Wow, du bist ein netter Kerl. Ja. Ich. Ach du Schande. Ich mag dich sehr. Der Job hat doch Vorteile. Ich habe einen neuen Freund. Ja, aber ich suche ja eigentlich diesen... Hi, ich suche Gordy. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei seinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch. Ja, das würde ich ja gerne. Aber, ups, Entschuldigung, störe ich dich hier? Nee, da möchte ich mich jetzt nicht hinsetzen. Ich möchte diesen Typen finden. Oder... Haben Sie Gordy gesehen? Sorry, nein! Whisky, pur, kein Eis. Du sollst Gordy finden. Er kippt sich jetzt mal ein. Ah. Hey, Mann! Haben Sie was für mich? Sehe ich vielleicht wie ein Dealer aus? Verpiss dich! Voll die Typen hier, ey. Gut, egal. Ich guck mal. Ja, warte. Die dann nicht. Ich suche Gordy. Wo ist er? Na, willst du nicht mit mir reden? Nein, will er nicht. Ich guck mich jetzt einfach im Haus um. Das hat anscheinend wenig Sinn. Ach du meine Güte, ey. Alter, die liegt ja auch schon auf dem Boden. Du, das ist ein Billardtisch. Da liegt man nicht drauf rum. Ich
Achso, ne, hier geht's wieder raus. Geht das nicht hier noch irgendwo weiter? Hä? War das der Ausgang? Ne, da will ich gar nicht hin. Aber wo finde ich denn hier Gordy? Wie auch immer der Typ heißt. Wieder zur Tür. Toll. Ich bin im Badezimmer. Ich bin überwältigt. Da. Was ist denn? Hups! Der drängt mich voll zur Seite. Da raus kann ich wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist so ein riesiges Haus. Hier muss es doch irgendwo eine Treppe geben. Nee. Hier gibt's gar nichts. Ich weiß jetzt nicht so ganz. Uiuiui. Kann ja nicht mehr stehen. Das ist der Typ, der nicht mit mir reden will. Was ist das hier mit der Tür? Hallo, Tür. Oh Gott. Ich setze mich da jetzt einfach mal hin. Vielleicht bringt das was. Scheint nicht. Also irgendetwas habe ich hier übersehen. Weil raus lässt er mich nicht. Ja gar nichts. Warte mal, hier ist... Da! Für die Tür. Hallo? Kann ich mit dir sprechen? Seid ihr Security oder sowas in der Art? Huhu! Guten Tag. Na, tun dir die Knie weh? Tut mir natürlich sehr leid. Nee, ich komme hier noch nicht mal runter. Dann gehe ich wieder rein. Mit dem Typen da kann ich auch nicht reden. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich hin soll. Oh gut, setzen wir uns mal hier hin. Kommen Sie oft her? Tolle Party, hä? Wollt auch keine Freunde finden? Nö, offensichtlich findest du hier auch keine. Denn die wollen alle nicht mit uns reden. Na, geht's hier noch? Schätzchen, geh aus dem Weg. Bei dieser Tür habe ich keine Chance. Na, was ist mit dir?
Irgendwie tut die mir leid. Obwohl sie das ja selber zu verantworten hat. Ne? So ist das. Ja, hier habe ich ja schon rumgesessen, aber es hat ja nichts gebracht. Denn auch hier will keiner mit mir sprechen. Waren hier nicht eben noch zwei Personen? Die kann ich anscheinend auch nicht ansprechen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Er rennt auch immer wieder hierher. Aber auch ihn kann ich nicht ansprechen. Hallo? Oder doch? Tja. Wo ist denn der gute Gandhi? Eieieiei. Bleib doch stehen, du. Oh, guten Tag. Ich weiß nicht. Hi. Ich möchte zu Gandhi. Gandhi ist gerade beschäftigt. Hau ab. Hey, sag einfach, dass Scott Shelby ihn sprechen will. Okay? Du fängst an, mich zu nerven, Mann. Verpiss dich, oder ich werd sauer. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Ha! Und wie bitte? Ich hab ihn hochgehen sehen. Würde mich wundern, wenn er heute noch mal runterkommt. Aber wie komme ich denn jetzt an diesen beiden Clowns hier vorbei? Nein, das klappt alles nicht. Okay, also zumindest muss ich irgendwie hochkommen. Ach, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Mein Freund. Die Tür geht immer noch nicht. Wie komme ich da hoch? Was ist denn jetzt mit Gordy? Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Was wollen Sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald Sie weg sind. Okay. Hey, Lauren! Sind Sie okay? Danke, Lauren. Scheiße! Schon wieder jemand mit einer verdammten Überdosis. Sehr cool. Oh, shit. Wo muss ich denn hier hin? Nein. Geh zurück. Wir müssen sie rausschaffen.
Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in Ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib, nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Ach, verdammt! Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby. Nicht ich. Du meine Güte. Den Typen finde ich krank. Ja. Aber ob das wirklich der Origami-Killer ist? Gut, ich würde sagen, das finden wir ja im Laufe der Geschichte heraus. Hiermit beende ich erstmal den Part und wir sehen uns im nächsten Part.